Ritz, ich muss eigentlich da jetzt anfüttern, ehrlich gesagt. Wo ich stehe? Ja. Ja, mach. Innerhalb. Danke. Du stehst halt einfach auf dem Futterplatz, sorry. Was als cooler Männertrip geplant war, wurde von einem tosenden Gewitter überrascht. Auf einer abgelegenen Halbinsel am Rande von Berlin versuchen sie verzweifelt, dem Unwetter zu entkommen. Ob die beiden an diesem Platz ihren wilden Plan verwirklichen können, bleibt noch offen. Abbruch. Denn vor ihnen wird noch die ein oder andere Hürde liegen. Droht der Abbruch oder können die beiden ihr Ziel doch noch erreichen? Doch vorerst lassen die beiden sich nicht unterkriegen und haben schon eine Lösung für das erste Problem. Victors kleiner Nachbar bringt die vergessene Verpflegung per Wassertaxi. Leons Lieferservice. Aber wirklich, danke, voll geil. Den gibt's immer noch. Richtig nett von ihm. Voll nett. Man muss dazu aber auch sagen, Leon hat mir 10 Liter Sprit geklaut, einfach aus dem Kanister. Deswegen. Laut würde ich nicht sagen. Ausgeliehen, ohne Bescheid zu sagen. Nennen wir es so. Kriegst du ja noch irgendwann wieder. Super. Irgendwann. Bitte, Brigitte. Aber es ist wirklich geil, so einen kleinen Nachbarn zu haben, der ein Boot hat, der auch noch Bock hat, Boot zu fahren. Kleines Wassertaxi. Hi, Leon. Wie schnell fährst du mit der Kiste hier? Na, man darf hier 25 fahren. Okay, hast du geil aufgepasst beim Bootsführerschein, wa? Jo, ich hab ja auch 30 Euro gespart, da lernt sich's gleich viel einfacher. Fucking Und da stehen so zwei Angler, weißt du? Das ist ja einfach so einen Meter an denen vorbeigeballert, ey. Oh, wahrscheinlich haben wir uns gesehen, es fällt alles auf uns zurück wieder. Jetzt kommt er aber, jetzt gleitet er schön. Jetzt gleitet er schön. Ja, jetzt ist er auch dann waagerecht im Wasser. Das kann ich mal mit 25 km ins Gleiten kommen, doch. So, ich habe jetzt hier ein altes Taschentuch. Wichtig ist, dass da noch so ein bisschen Schnotten drin sind. Und damit mache ich das jetzt einfach an. Das ist Magic. So. Krass. Ja. Das ist nämlich ganz entscheidend, wie man das aufbaut, dann geht es nämlich in Sekundenschnelle geht's an. Eben, Wahnsinn. Das ist ein sogenanntes Pagodenfeuer. Ist das so? Das untere ist ein Pagodenfeuer und dann mit einem Pyramidenfeuer kombiniert. Quasi, dass es schön Luft zieht und dann muss richtig kanalisiert werden, das von allen Seiten und dann so, guck mal, wie es fällt ab. Bam. Das können nur echte Survivor. Trotz Regen so ein Feuer einfach hinlegen, ey. Mhm. Brennt auch gar nicht so gut. So. Ich würde mal sagen, ich mach mal Angeln fertig, wa? Mach du mal Angeln fertig, ich fange an zu schnibbeln. Und wenn ich wiederkomme, ist das Essen auf dem Tisch. Aber so was von hier. Vorsicht, nicht stolpern. Ja. Zeig euch jetzt mal, Leute, ganz was Krasses. Und zwar war ich neulich im Angelladen. Und was gab's da? Einmal Tauwürmer mit Knoblauch. Geruchstest. Oh, wirklich, willst du mal riechen? Alter. Riecht wirklich nach Knoblauch. Und kanadische grüne Würmer. Die sind irgendwie mit irgendeinem, Alter, grün. Guckt euch bitte an. Sieht man das? Wow. Die sind irgendwie mit Neonzeug quasi infiltriert oder so. Gut, aber die riechen ganz normal. Ich glaube, die sind wirklich irgendwie eingelegt in so Knicklichtzeug oder sowas. Dass die alle die besser sehen nachts, ne? Will ich jetzt mal sagen. Gut, aber wir testen nämlich jetzt Knoblauch versus grüne Würmer versus normale Würmer auf Aal und Schleie. Das ist doch geil, oder? Ist das nicht mal geil? So, das ist jetzt mein neues Zuhause hier. So, Feuer läuft. Ja, holen wir mal die schönen Rouladen. Herrlich hier auf unserer kleinen Insel. Liebe es. So, ich baue jetzt die Routen zusammen. Ich habe hier mir irgendwann mal 3 Plumpsrouten gekauft. So mit Freilaufrolle. Mit Monofühler, Schnur, also richtig krass. Zum Schleienangeln und zum Aalangeln. Die ist aber schon fertig. Das ist mal das Geile an so Teleskoprouten. Das ist natürlich jetzt ne, nicht fürs Spinnangeln, da gibt es zwar auch okay Teleskoprouten, aber zum Plumpsangeln, wo die sowieso nur die ganze Zeit rumliegen, ist es eigentlich geil, weil du kannst die einfach angelfertig zusammenpacken und wieder auspacken. So, ich mache jetzt erstmal hier mein Mise en place, das heißt, ich mache mir ein bisschen Zwiebeln, klein, Gurken, den ganzen Scheiß, der da reinkommt nachher. Sellerie. Brauchen wir die Zwiebeln jetzt? Ich weiß nicht, wo die sind. Doch, hier. Brauchen wir noch Salz. Wo hat er denn Salz? Hat er dabei. Aber wo? Chaos. Nee, Salz brauche ich schon mal, weil sonst kann ich nicht angeln. Es geht halt nichts über eine gute Orga und einfach Ordnung an Bord. Für mich nichts schief. Hier ist schönes Salz. Hibiskussalz, unterleicht.
nehme für Rouladen immer Hibiskussalz. Für so eine leichte, blumige Note. So, also wie man hier arbeitet, so machen andere Leute Urlaub. Ja, geiler geht's nicht. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, wie ich es mache. Ich werde wahrscheinlich erstmal hier mit einem Federkorb, Federkorb, Method Feeder anfangen, weil das irgendwie auf Schleien immer am geil funktioniert hat. So holt natürlich auch die anderen Fische an den Platz. Aber ist ja nicht immer schlecht, wenn die Kleinen so ein bisschen rumpicken da, dass dann sehen das die Großen, dann kommen noch größere. Also hoffe ich mal, dass das gleich funktioniert auf Schleie, werde dann aber später in der Nacht auf ganz normales Durchlaufblei wechseln. Mit Tauwurm auf Aal, weil das hat wiederum auf Aal am besten funktioniert. Habe ich jetzt einen Futterkorb, hier quasi den Wirbel, da wird jetzt einfach Vorfach eingehangen, was ich mir in Kleinstarbeit vorher schon zusammengeknüppert habe, nicht, sondern einfach gekauft habe. Richtig. Überhaupt nicht nervig, wa? So, und wir sehen, die Rouladen nehmen langsam Form an. Ich mache jetzt noch ein bisschen Paprika, Pfeffer. Oh, das wird wie bei Oma hier, ey. Ich glaube wirklich, dass es sehr lecker wird. Und da habe ich gerade direkt gesabbert, weil mir das Wasser einfach im Mund zusammenläuft. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Rouladen gemacht habe, ey. Ich glaube, ich habe es genau einmal in meinem Leben gemacht. Man nämlich eigentlich auch so machen, dass das da nicht rausfällt an den Seiten, aber ich mache das einfach so. Ich mache hier gleich weiter, die kommen dann hier gleich in diesen schönen Topf, der dann aufs Feuer kommt und dann wird mit Butterschmalz angebraten und mit Rotwein abgelöscht. Leute, wie geil ist das bitte? Wir sind hier mitten in der Natur, einfach auf irgendeiner geilen Halbinsel raufgefahren, Camp aufgeschlagen, jetzt wird geil gekocht. Alter, das ist warm hier am Feuer. Und das ist doch das Geilste, was man machen kann. Einfach mal rausgehen in die Natur, mit Freunden, mit ein paar Sachen. Muss nicht so viel sein wie bei uns. Man braucht nicht so viel. Die Mikroabenteuer liegen vor der Haustür, ist einfach so. Man muss nicht immer einmal im Jahr irgendwo in Urlaub fahren oder so. Meiner Meinung nach kann man auch einfach mal auf dem Wochenende in den Wald fahren, da pennen. Oder wie wir jetzt, auf einer Insel am Wasser pennen. Und selbstgemachtes Essen am Wasser schmeckt einfach viel geiler als zu Hause. Ne, wir sind hier in der freien Natur, wir atmen durch, alles ist geil, deswegen weitermachen, Rouladen essen. Also ich habe jetzt hier einen Method Feeder, schon Futter dran gemacht, aufgemacht, habe dort ein Maiskorn und ein Fake Maiskorn drauf, was ein bisschen Auftrieb gibt, in das Futter reingepresst und werde quasi eine vor dem Wald, also wie sagt man, vor den Wasserpflanzen platzieren und eine hinter den Wasserpflanzen. Das könnte natürlich ein bisschen risikoreich sein, weil man ja beim Einkurbeln dann die ganzen Wasserpflanzen mit einkurbelt. Aber wir haben gerade so krasse Klatscher und Platscher dahinter gehört. Also vielleicht sind hier sogar auch Karpfen unterwegs. Das wäre natürlich krass. So, also erste Rute hier vorne. Erster Wurf. Den mache ich ganz pendelmäßig. Und zack, perfekt. Genau da, wo ich vorhin Ritze abgeschmissen habe. So. So. Wir werden hier schön gerade von der Polizei umkreist auch. Die gucken natürlich, was wir hier machen. Ich hoffe, dass sie uns hier nicht wegschicken werden mit unserem Camp. Wollen wir mal die Rouladen machen, ne? Ein bisschen Asche hat noch keinen gestört. Ich würde sagen, wir stellen jetzt einfach hier rein und Abfahrt. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Glut latsche. So, viel hilft viel, deswegen nicht zu knapp. Au, Alter, ist das heiß. Oh, Motherfuckers, ey. Hier, so sehen sie übrigens aus. Wild und roh. Und jetzt werden sie gebraten. Also, tschüss. Oh, das klingt gut. So, es ist noch Tag, aber ich hoffe, dass vielleicht schon trotzdem Aal geht, weil ja neulich mal mit meinem kleinen Nachbarn Aal angeln am Tag, haben wir mit dem Kescher welche gefangen auch. Und
jetzt habe ich hier einen Knoblauch oben drauf. Genau. Und die Aale, also entweder stehen sie da mittendrin in dem Seerosen, aber die stehen auch hier so ein unterspültes Ufer. Das ist richtig, richtig geil, habe ich gesehen, überall hier. Die sind da drinne. Also die schwimmen da auch lang und gucken und so weiter, gerade jetzt, wo es noch hell ist. Und hier ist Schatten, also wäre ich hier direkt, also wirklich 10 cm vom Ufer weg, meinen Tauwurm platzieren, mal sehen, ob das klappt. So, hier geht auch ein kleiner Baumstamm rein, der, wo drunter so eine kleine Höhle ist. Also wenn da kein Aal drunter sitzt, dann sitzt nirgendwo ein Aal drunter. Das habe ich jetzt wirklich gelernt. Die hocken wirklich unter diesen Steinen und verstecken sich da tagsüber. Ich gehe mal noch dichter ran mit dem Wurm. Muss nur aufpassen, dass sich das nicht verhakt hier. So, jetzt braucht er nur rausstoßen und sich das schnappen. Das Ding ist, ich will ihn natürlich dann auch rauskriegen. Das heißt, ich lege das Blei entfernt hin, gebe noch mal einen halben Meter Schnur und stecke dann das Ding hier einfach so rein. Das bedeutet aber gegebenenfalls, dass nachher, wenn einer beißt und der sich festmacht, ich reingehen muss, also egal, weil hier ist es flach und sandig und so. Also wir kriegen den dann auch raus, auf jeden Fall. Die ganze Zeit hat die Schnur so gezuckt, richtig so. Naja, ist egal. Aber ist ja schön, dann weiß ich ja, okay, das ist kein Hänger, zwar viel Kraut, aber ist egal. Das, was da gemacht wird, ist nicht egal. Was meint ihr, Zelten oder was? Zelten abgesehen. Das am Baumplatz machen. Ach so, nein. Ich bin nur drinne und hab hinten aber noch einen Anker. Also ich kann ja auch zurück machen, Stück, aber. Am Baum allgemein, keine Leine. Machen wir ab, kein Ding. Brauchst du mir Hilfe? Nö, nö. Joshua, eine Nacht. Ja, Lobo. Ja. Morgen haben wir wieder ab. Regnet dann eh. Ja, okay. Viel Spaß euch. Dankeschön, okay. Schöne Abend euch. Danke. Jo. Also, muss man auch mal sagen. Ja. Props an die Wasserschutzpolizei, waren mega nett. Voll. Aber ich kann mich erinnern, vor einem Jahr, da war nämlich hier Todesgewitter. Das war aber die Berliner Polizei. Die sind eigentlich auch meistens ganz cool. Damals haben sie uns im Regen sozusagen zurückgeschickt. Ernsthaft? Weil wir nicht unter der Brücke festmachen durften. Ja, aber die waren super nett. Voll. So, Brandenburg. Ja. Ja, wie sieht es eigentlich mit den Rouladen aus? Die Rouladen sind eigentlich fertig. Ich glaube, das ist jetzt nur eine Frage von Minuten. Können wir eigentlich gleich essen. Alright, so Gurkensalat mit ein bisschen Fischsoße, ne, wegen Anglers. Fischsoße, Sesamöl, trotzdem Dill. Also eine Mischung aus Klassik und Asian Fusion. Ne, weißt Bescheid. Also Leute, wahrscheinlich wird das Video niemals rauskommen, weil wir einfach nicht zwang werden. Aber das hier ist wirklich Bombe. Es gibt Gurkensalat. Meinst du, wir fangen nichts doch? Weiß ich nicht. Ich hab, da vorne wüsste ich, da würden wir was fangen, aber da kommen wir nicht hin. So, und jetzt gibt's Rouladen, Leute. Boah. Achtung, Achtung, der große Moment. Boom, ja, der Topf ist aber auch geil, muss ich sagen. Der ist geil, ne? Ja. Alter, wie die schrumpfen, ne? Das ist so viel Fleisch. Das ist auch so geil. Einfach so Rouladen mit nichts dazu. Wie nichts? Ja, Gemüsekram. Ja, Gemüse, Soße ist eh das Geilste. Ja, den Rest braucht man gar nicht. So, ordentlich Soße. Ne? Ja. Soße braucht jeder, ne? Ja. Das war ordentlich. Kollege Schnisch. Ja. Das ist geil. Das ist so geil wirklich. Oh, einfach so auftun. Voll geil. Es ist einfach, das ist das Erleben. Oh ja, oder? Ihr müsst halt gleich noch die Lorbeerblätter rausfummeln, falls ihr da eins habt. Und aufpassen mit den Pikern. Lorbeerblätter mache ich schon, aber die Piker. Ah, die sieht man ja. Also ihr seid ja nicht blöd. Rouladen gibt, die du ja gemacht hast, möchte ich dir als Dankeschön diesen Better Fishing XXL Adventskalender überreichen. Alter, krass. 149 mega. Euro nur, mega. Aber Warenwert 250 Euro. Jeden Tag eine andere Premium-Marke. Wirklich der geilste Adventskalender mega im Angelbereich auf dem Markt. Viel Spaß vielen Dank damit. Danke, Alter. Richtig gerne. Nice, so, und jetzt freuen wir uns auf die Roulade. Du hast die richtig original gemacht, ja? Original, Blood Boy Style, ja. Ich hab die Angst, weil du noch so Dampf. Bacon, Cornichons. Zwiebeln. Geil. Oder? Voll geil. Also es ist einfach. Roulade ist einfach eines der krassesten, geilsten Essen. Und gerade wenn die geil gemacht sind, boah.
Schön. Vor allem schön über dem Feuer, Alter. Das ist einfach das Geilste. Schmeckt schon, oder? Mhm. Kann man schon essen. Ist richtig geil. Jetzt hoffen wir, dass wenn das Essen fertig aufgegessen ist, dass dann auch die ersten Fische beißen. Also mit den Schleien scheint es irgendwie noch nicht zu klappen, aber ist nur eine geile Schleienzeit jetzt. Warst du das? Und da hinten Platsche. Ja. Überall springen hier Fische raus, immer an der gleichen Stelle. Ich weiß aber nicht, was das für welche sind. Es sieht fast so aus, als ob hier ein Karpfenangler schon mal angefüttert hätte. Weil da kommt immer einer raus und da kommt immer welche raus. Vielleicht sollte man da mal hinschmeißen. Aber wir sind ja nicht im Karpfenangeln hier. Oder Aale angeln. Aale, wir haben ja einen Test. Wir wollen wissen, was fängt krasser? Neon Atomwürmer oder Knoblauchwürmer? Der erste Fisch, Leute. Geil. Es war direkt hier vorne vor den Füßen. Was ist es? Kannst du sehen? Es ist ein Schleie. Nee. Es ist sehr grün. Oder spinnig? Nee, ist eine Brasse, oder? Schwer zu sehen. Hm. Was haben wir hier? Nee, ein Giebel. Ach, Quatsch. Ja, ein Giebel. Also, ich habe jetzt mit einem gerechnet und nicht mit diesem Karpfen. Also, was ist es jetzt hier? Jawohl, der erste Frisch, ganz ehrlich, der sieht aber auch wunderschön aus. Voll. Aber gut gehakt. Ein Giebel, Leute. Oder? Was? Doch, ein Giebel sieht man an den riesigen Flossen hier. Könnte auch ein. Nee, ein Schuppenkarpfen hat andere Schuppen, glaube ich. Krass. Schon schön, ne? Voll schön. Jetzt klappt das hier, sauber gehakt. Ja, vorher schön. Schön Maiskorn, Fake Maiskorn. Und direkt bei, vor dem Wald, wie wir gesagt haben, ja. wo du drin standst, ja. hat er gerade gefuttert. Jetzt mal kurz die Flosse an hier. Ich? Die obere? Ah. Guck mal sehen, wie krass. Alter, krass. Ne, richtiges Platte. Geile Frisur, ey. Ja. Danke. Tschüss. Mach es gut. Aber wir lassen ihn hier frei, dass er den anderen nicht Bescheid sagt. Er ist schon schlau, der Victor. Oh. Hast gesehen, ne? Ja, Mann, es war ein riesiger. Ja, das war ein großer Fisch auf jeden Fall. Ach krass, die sind jetzt hier auf dem Futter. Aber ich habe nichts verkehrt gemacht. Ich nee, hab ein bisschen eigentlich angehauen. Nicht. Oh Mann. Ich bin mir echt unschlüssig, Konrad. Jetzt haben wir zwei Bisse so krass in Folge bekommen. Vielleicht sollte man noch ein bisschen weiter. Ist ja noch nicht ganz dunkel. Um unsere Aal-Challenge zu beginnen. Es sind jetzt schon zwei Aalrouten draußen. Einer mit dieser krassen, diesen krassen grünen Tauwürmern. Seht ihr das? Man sieht es ganz gut, ja. Das ist echt geil, oder? Also bitte schreibt mal in die Kommentare, ob die irgendwie eine Nacht in Knicklichtflüssigkeit eingelegt wurden oder was, wie die so grün werden. Und Knoblauch. Weil Knoblauch ist ja eins dieser Gerüche. Die ganzen Gummifische sind auch sehr oft mit Knoblauch geflavored. Krass. Ja. Und das soll besonders gut riechbar sein oder sowas. Und natürlich normale Tauwürmer. So, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch die Dämmerung mitnehmen, eine halbe Stunde, auf Schleien mit diesem, mit hier Mais und so angeln und dann komplett auf Tauwurm, weil das essen die auch, aber dann können wir wenigstens noch ein Aal angeln. Oh, das war ein guter Fisch. Ist halt Angeln, ne? Aber es nervt. Voll. Victor, ich als nicht Karpfenschleien, sonst wie Angler, hab mich ja eben ein bisschen gewundert, als du den Mais draufgezogen hast. Weil du ja nicht den Mais auf den Haken aufgezogen hast, sondern auf den kleinen Plastik-Nupsi, der da so frei rumbaumelt. Und dann da schön mit der Stricknadel beigegangen bist. Wo hast denn die jetzt her? Nee, und warum hast du das gemacht? Das nennt sich Selbsthackmontage. Weil die nimmst ja mal im Mund, hier ist das Maiskorn. Da kommt so ein Karpfen oder so eine Schleie an. Ich habe das ja selber mal beobachtet im Aquarium. Die nehmen es auf, machen dann nimmst den Mund, sprungen es da sofort wieder aus. Das machen die irgendwie so 10 oder 20 Mal, keine Ahnung warum. Vielleicht zu kosten, ob es was zu essen ist oder nicht. Und beim Ausspucken, irgendwann bleibt die ganz spitze, scharfe Hakenspitze hängen. Okay. Die erschrecken sich so. Wie erschrecken die sich genau? So. Ach, okay, krass. Und dann hauen sie ab. Genau. Und dann nimmst du die Rute, nimmst die hoch und dann geht der Haken schon, okay, dann der schon ordentlich drin. Und das ist der Grund. Okay. Und die, man denkt ja mal, die Fische, die sind klug und die Haken, die sehen die Haken. Ja. Ja, wir haben einen Haken noch gar nicht gesehen. Woher sollen die wissen, was ein Haken ist? Die haben ja nicht studiert oder so. Okay, und das andere Ding ist ja noch das mit diesem Futterkorb. Basket. Basket wollen wir es heute mal nennen. Mit diesem Feeder Basket. Ja, oder?
Butterkürbis. Ja, okay. Nee, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte, oder was? Nee, das ist genau das. Okay. Wir haben hier so, ja, das heißt Method Feeder. Du machst halt quasi, hast einen Futterkorb unten, ja, vorne, machst oben das Futter drauf, dann hast du eigentlich noch eine Schale. Ich mach's einfach mit der Hand, presst es richtig fest ran. Dann liegt es so auf dem Boden und das ist ein Blei dran. Dann kommen die kleinen Fische und picken von oben rein. Und beim Picken schon kriegen sie quasi, theoretisch, können sie den Haken sich schon verändern. Ja, aber müssen wir gleich ändern, weil wir wollen ja auf Aal angeln eigentlich. Ja. Noch ist ja ein bisschen blaue Stunde. Noch ist blaue Stunde, genau. Richtig. Wir wollen dann mal schöne ausnutzen. Ja. Wir wechseln jetzt die Montage auf Tauwurm. Da beißen auch die Schleien drauf. Aber eben auch die Aale, weil die Sonne ist jetzt komplett weg. Jetzt wird der Test richtig gestartet. Wir haben ja schon zwei Aalrouten, eine da hinten direkt am Ufer, eine da hinten am Ufer, mit jeweils einem. Und jetzt machen wir hier nochmal jeweils einen. Und dann, also ich bin echt gespannt. Das heißt, die Futterkörbe kommen ab und ein Laufblei kommt drauf. Ich habe jetzt dicke Bleie nur. Die dicken Bleie müssen eigentlich an die anderen Routen dran. Also eigentlich müsste ich nur die Routen austauschen. Jetzt so. Damit... Weil hier will ich Durchlaufbleie machen, bei den elektronischen Bissanzeiger. Und die anderen sind fest, die sind eine Glocke. Da muss das Vorfach aber länger. Ich will euch gar nicht mit diesem Fachwissen nerven. So, lieber Moritz. Ja, lieber Viktor. Könntest du vielleicht einen grünen Wurm raussuchen, oh, der, wo du denkst, dass der fängig ist? Muss ich? Ich dachte, du willst dich... Aber jetzt so ein Atomwurm anfassen. Ich meine, ich habe auch Bock, irgendwas zu knoten oder so. Jetzt kriege ich sofort, werde ich verseucht, atomar. Okay, ich hole mal einen. Ja, ich ekel mich aber ein bisschen davor. Aber ich will jetzt mal sehen, ob die wirklich im Dunkeln leuchten auch. Hier sind die. Ich mach mal einmal so, wie so ein Playmobil-Männchen. Kennt ihr noch das Gespenst von Playmobil? Die leuchten überhaupt nicht, Alter. Okay, da ist gerade einer rausgefallen. Nee, ist von dir, oder? Die Hälfte, ja. Die Hälfte. Halbiert. Hast du wirklich gegessen? Klar. Nicht dein Ernst? Niemals. Also normal kann der... Victor, da hinten klingelt eine Glocke. Übelst! Übelst! Alter, geil! Und mal rausbringen. Hat er hier noch eine Angel verschärft? Ja, nicht an, einfach raus. Nein! Was ist denn hier? Och man, Viktor, ey. Ich mach jetzt nichts mehr heute, Alter. Ich hab die doch wirklich hier nur hochgezogen, Alter. Oder war das eine Ente? Nee, nee. Oh, ey. Alter, aber krass, das hat ja gebimmelt ohne Ende, wa? Hier vorne, ne? Kannst du dich noch erinnern, wo ich die reingemacht habe? Hier vorne, direkt 10 cm im 5 cm flachen Wasser. Aber ist ja nicht so schlimm, der ist ja noch da. Alter, hat das gedunkt. Alter, das hat echt geschippert, ja. Schön. Na, ist ja nicht so schlimm. Du kannst ja hier nochmal einen halben Wurm aufpieksen. Du musst es lernen. Nee, ist nichts dran. Ist noch ein Wurm noch dran? Aber es war jetzt der zweite Biss innerhalb von 10 Minuten. Nee, Wurm ist ab. Ja, ist er, tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Also wir haben diesen Köder hier direkt 10 cm vom Ufer weggelegt, in 5 cm flachem Wasser. Und da war jetzt innerhalb, wir haben uns gerade hingesetzt, 5 Minuten oder so, hat es schon wieder gebimmelt. Kann sein, dass der gleiche Aal war. Also es muss ein Aal gewesen sein, weil ein anderer Fisch würde hier einfach mit dem Rücken aus dem Wasser rausgucken. Aber ist ja gut. Gleiche Glocke, 5 Minuten später. Ein bisschen echt, als ob die dran rumnuckeln, weil jetzt ist wieder Ruhe. Wir haben halt ungefähr, was sind das, 60 Meter oder was? Aber ich habe diesmal 4 Schnur gelassen. Hast du, ja. Aber du würdest es ja immer noch hören, wenn da jetzt ein Fisch dran wäre. Ja. Ja, guck mal, ist voll nach rechts geschwommen. Auf der anderen Seite. Da dann unter dem Baum, oder? Ja, ne? Ich meine, obwohl er ist von links gekommen, ist nach rechts geschwommen. Ich würde den fast nochmal da wieder... Nach links legen? Ja, an den Baumstamm. Einen noch. Ja. Dreimal, weißt du, wenn das nicht... Also jetzt das dritte Mal, ja, an der gleichen Stelle. Keine Ahnung. Ja, also entweder weiß ich nicht, also boah. Endlich! Und das ist ein Mikroal, oder? Welt. Wirklich? Ja. Nee. Doch. Ach, was. Richtiger Welt. Oh nein! Ein Monster, der war das die ganze Zeit. Ein Waller. Da oh, ist krass. Er. Krass. Das ist der 2,80 Meter, die lassen wir nach vorne halten. Oh nein. Wow, die können wir echt im Aquarium halten, ne? Und wie guck mal. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wer uns hier geärgert hat, wa? Und da vorne der nächste Biss. Habt ihr das gehört? Das war aber auf jeden Fall der Knoblauch. Also Knoblauch ist für Waller offensichtlich ganz gut. Ey, da vorne bimmelt's. Okay. Da bimmelt's. Okay. So, wir müssen nach vorne. Hier ist. Darf ich? Ja, klar.
Aber ich brauch gar nicht so doll anhauen, nur ein bisschen. Alter, jetzt aber irgendwas jetzt hier scheppert gerade. Da haben sich alle verabredet zum Beißen. Ich wollte kurz umdrehen? Ja, mach mal. Und? Und? Jo. Hol raus. Aber auch Mikrowalle oder irgendwas. Oh! Ja! Hol raus, schnell! Was ist es? Eine Rotfeder. Nee, Barsch! Nee, Rotfeder. Ey, was machen wir hier eigentlich? Ich meine, der wirklich, die Rolanen waren super. Ja, finde ich auch. Das Feuer aber ist geil. Aber diese Würmer, das muss in den Würmern liegen, Leute. Das kann nicht an uns liegen. Ich meine, es ist jetzt wie spät? Um 12 oder so. Um 12 sagt die Rotfeder, ich beiß jetzt an, oder was? Ich raste aus. Wir gehen jetzt pennen. Okay? Licht aus. Okay, Leute, Abbruch. Wir haben jetzt genau wieder eine Stunde Zeit, wo wir hier komplett weggespült werden. Das ist wirklich krass. Ich zeig's euch mal kurz, wenn ihr es sehen wollt. Und nicht heftig, aber wir wollen diese Challenge nicht aufgeben, weil es einfach so geil ist, diese Challenge. Und deswegen werden wir jetzt nach Hause fahren und dann an einem anderen Tag, wir haben schon uns ausgemacht, welchen, wiederkommen und diese Challenge einfach komplettieren. Aber wir sind jetzt wirklich richtig am Arsch. So, hier ist Berlin. Da. Seht ihr das? Und diese Wand bewegt sich auf uns zu. Wollen wir das? Nein. So Leute, was ist das hier? Das ist, es sind zwei Plumpsangeln. Und ihr habt ja letztes Mal gesehen, wir haben leider keinen Aal gefangen. Es lag aber nicht an uns, es lag am Wetter. Wir haben die falsche Stelle gehabt, konnten quasi nicht dorthin, wo wir wollten, sonst wären wir vom Blitz getötet worden. Auf jeden Fall sind wir heute drei Angler mit jeweils zwei Ruten. Das heißt, wir werden an zwei Ruten Grüne ranmachen, an zwei Knoblauch und an zwei normale. Wir sind relativ dicht beieinander, also muss es diesmal ja ganz klar eindeutig hervorgehen, was die besten Tauwürmer sind oder ob das hier alles nur Faxen ist, um wieder mal die Angler zu fangen und nicht die Fische. Aber dieses Mal werden wir es noch anders machen. Wir werden immer Rute, eine von dir, eine von Moritz, eine von mir und dann immer versetzt machen, damit die Leute auch sehen, dass es wirklich richtig verteilt ist. Dass wir nicht das auf den einen Platz haben, auf den oder auf den, sondern einfach rundum verteilen. Ja. Wenn wir den Moritz schon mal da haben, Leute, ich kann euch nur eins sagen, der Moritz liefert euch auf Pfefferlinge frei Haus. Richtig geil und ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Heute Abend gibt's auf jeden Fall von mir Aal-Revenge. Revenge. Ich muss ja auch mal an den Schlag achten. Ja. In dem letzten Aal-Video, das war nicht deine Schuld, das war meine Schuld. Tatsächlich, ich habe mir die Rute gegeben und ich habe an das, hab dieses Klemmblei an die geflochtene Schnur dran gemacht. Ich dachte, naja, das wird schon irgendwie gehen. Aber immer, wenn man das denkt, das wird schon irgendwie gehen. Genauso wie mit dem Knoten, der, wo man denkt, hast ja, wird schon irgendwie gehen, wird immer direkt vom Fisch bestraft. Aber ihr habt jetzt schön viel gequatscht, aber wo ist meine Rute? Es gibt auch noch so eine Mecklenburger Tradition. Bevor du denn hier auch angeln darfst, musst du erstmal einen Wurm so weglutschen. Na, du kannst gleich mal einen Wurm weglutschen. Also meine Erfahrung, wenn die Stimmung zu gut ist, es ist meistens dem Angeln etwas abträglich. Hat was mit... Ich fürchte es leider auch. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Aal gefangen. Also ich habe hier die kleinen Fische gefangen. Und wir haben ja gerade gesagt, Moritz hilft mir beim Rausholen der Aale. Aber ich brauche jemanden, der mir haben hilft. Wir das gesagt? Aber ich brauche den erfahrensten hier, ja, der mir vielleicht... Aber du brauchst doch nicht Moritz zu fragen. Nee, er holt ja nur die Aale raus. Dich würde ich haben, dass du mir zeigst, wie, wo und wann. Aber wir waren noch nicht direkt. Er hat einen Aal gefangen, wie groß? Meter. Meter 9. Meter 9. Stimmt das? 3,9 noch als Kilo, ja. Weiß ich noch. Krass. Er ist nicht der Aalkönig, er ist der Aalkönig. Aber krass, 1,9 Meter, ja. Ja. So groß wie meine Ex und hat bestimmt auch genauso gerochen. Ich würde sagen, wir fangen, müssen wir uns merken. Grün, Knoblauch, normal. Grün, Knoblauch, normal. Sehr gut. Ich würde sagen, Fred, das heißt, du hast welche beiden? Grün und Knoblauch. Richtig. Dein, normal. Das möchtest du die beiden hier haben? Sehr gerne, ja. Ja? Ich würde gerne normal. Hast du normal? Und grün. Richtig. Ich kann nämlich hinten wie vorne, Alter. Und ich habe dann demzufolge Knoblauch und normal. Ja, oh, dieser Pilz. Kannst auch zwei haben. Für eine reicht erstmal. Gut. Fred, was wäre das Schlimmste, was heute bei diesem Angeltag passieren könnte?
Ich lasse alles auf mich zukommen. Geht unter oder was? Ja, zieht. Immer noch? Ja, lass ihn mal. Alter, wie krass. Red, was passiert gerade? Moritz hat einen Biss. Na, er muss jetzt aber anziehen, wenn du ziehst. Nee, erst wenn er abzieht. Jetzt würde ich ihn eingeben. Zieh nicht aus dem Maul. Und? Kurbel. Und? Ist was? Ja. Hier, von der Route weg. Ja. Oh! Was ist das? Schon eine Maschine, der Moritz, Leute. Schön, aber erst mal ich habe ja gesagt, dass noch warten, bis dunkel ist, damit wir nicht die Barsche fangen. Aber Fred meinte, nein. Auch jetzt kannst du schon alfern. Ich weiß, war nur ein Spaß. Fred hat Biss auf Knoblauchwurm. Und zieht er noch? Fred hat so ein schönes Stückchen Holz in die Schnur gehangen. Und es ging richtig so hoch. Und dann nochmal bam, 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 bam. Man kann es kompliziert machen oder einfach. Ja, aber das musst du gleich nochmal zeigen, Fred, dein Oldschool-Anzeiger. Tatsächlich geil. Oldschool. Man braucht nur einen Stock. Da musst du ja auch mal rauf gucken. Also ob du nur eine Pose oder das, also... Stock mit einem Glöckchen. Aber klar, wenn man nichts hat, geht schon. Glöckchen auch, gute Idee, ja. Dann schon mit Klebeband dran machen, mit Knicklicht dran. Wieder losgelassen, wa? Na gut, Angeln wird auch geübt sein, ne? Und? Hängt? Na also, Alter, guck mal. Hol mal raus. Alter, ein richtig krasser Fisch. Oder ein Wels. Da bin ich mal gespannt. Geil. Hol ihn raus. Ja, die gibt's nicht, bitte. Am Baum. So, kein Knäschel. Einfach reicht an. Ah, geil, Mann. Und eine schöne Schlange. Da ist er. Boah, alte Schlange. Yes, Fred. Mach nicht, dass du so stinkst. Sagt er nicht, jetzt stinkt er ja noch an. Wie geil, und so eine ordentliche Maschine, Alter. Wieder, ey. Und oldschool, ne? Naja, Moment. Grüner Wurm, damit Leute. Zu tun. Bis ans grüner reicht alles raus. Wurm. Geil, ey. Grüner Wurm. Das ist genau wie beim Eis. Stimmt, grüner Wurm. War es grün? Grün, Knoblauch. Normal. Grün, Knoblauch. So, gib mal deinen Eimer her. Ja. Ich hatte ja kurz angezogen, dann habe ich den Bügel aufgemacht, Bremse festgemacht und durch der Hand langsam die Schnur abziehen lassen. Aber der hat schon 2-3 Mal am Anfang gut reingehakt, habe ich gesehen. Ja. Geil. Weil das ist immer beim Aalangeln auch oft wirklich, dass sie, wenn sie was ganz Feines merken, dass sie sofort auch wieder loslassen. Ja, aber Haken sitzt ja auch perfekt. So. Guck mal, den kriegst du auch noch raus, ey. Victor, machen wir mal einen Haken raus. Jo, mach ich. Ja. Haken hat er mir jetzt abgebrochen. Jetzt bünde ich mir alles neu. Können wir ja. Und dann schmeißen wir rein, machen einen Wurm rauf. Vor natürlich. Und fangen den nächsten. Ey, das war wirklich geil. Mega. Aus dem Nichts. Da hat er wieder zugeschlagen, der Kutowski. Das war ganz links, ne, Fred? Ganz links. Ja. Grün, Knoblauch normal. Grün, Knoblauch normal. Meine Bisse waren auch auf grün. Tatsächlich. Ja. Alle bis auf grün. Die Wissenschaft beweist mal wieder. Ja. Alles auf grün. Grünes Licht für grüne Firmen. Die habt ihr doch nicht mal alle. Jetzt habe ich ein Bild von Ricardo Lang im Kopf. Das geht nie wieder weg. Ja. Das wollte ich wirklich nicht. Ja, es hat gepiept. Aber jetzt zieht er nicht mehr. Oder? Ist deine Kopflampe an? Ja, jetzt sieht der Kurs, oder? Kopflampe an. Ich kann nicht so aufs Wasser machen. Nee. Also hat gepiept, hingerannt, war nichts mehr und jetzt stehe ich schon eine Minute da und passiert gerade nichts. Aber bei Fred war es ja vorhin auch so. Hat einmal gezuckt, nochmal gezuckt und dann ist gar nichts passiert. Ist mal so die Frage. Aber ich glaube, ich hau lieber an und gucke, ob der Wurm noch ordentlich sitzt, als wenn ich es jetzt wieder hinlegen würde und dann ist kein Wurm dran. Ne? Okay, ich hau mal an, ja? Ja. Boah. Jawohl, komm. Ja, es ist was dran, aber ich weiß nicht, ob es ein Fisch ist. Ja, es ist ein Fisch. Ja, es ist wieder ein Aal.
Ich glaub es nicht. Und wieder eine Schlange zum Essen. Ole. Du willst nicht so laut sein. Alter. Die, anscheinend ist es so, dass die Fische hier anbeißen und dann nichts mehr machen. Bei Fred genau das Gleiche. Du dachtest jetzt auch, du hättest keinen Fisch dran. Deswegen ganz langsam nur. Der nimmt. Nee, du hast ihm gerade gesagt, nee, jetzt brauchst du ja keine Meinung mehr dazu bilden. Oh, Digi. Okay, Rinn in der Tonne. Jawoll. Wie werden die Tonne... So eine Maschine. Ey. Ja, ne? Oder? Ich bin so stolz, dich kennengelernt haben zu dürfen. Unglaublich. Auf stinknormalen Wurm. Wer hätte das? Wer fängt denn heute noch so? Das ist ja voll oldschool. Ist zwar nicht so eine Schlange wie von Fred, ungefähr 5 cm kleiner, aber trotzdem, guckt's. Schöner Aal. Schöner Aal. Schöner Aal. Kann man essen, braten oder räuchern. Alter, ne? Ja, das Ding ist, ich hatte auch Bisse auf grün und dann, was hatte ich noch? Grün und normal, oder? Nee, nur grün. Nee, genau, grün. Das heißt, ich check jetzt auch mal meine Pose, weil die war zweimal weg. Und ansonsten einfach aussitzen, das Ding. Da kommt schon was. Keine Sorge. Also bei Ritz ist auf jeden Fall was komisch. Die Pose geht unter, aber so wie die sich bis jetzt verhalten, war ein bisschen gerade? Nee. Ja. Ach, bei dir oder was? Die war weiter unten. Hast du da gerade jetzt was dran gemacht? Ich hab das gerade angepasst, ja. Ging eben ganz langsam hoch. Ach, krass. Also die Bisse sind schon komisch, die sind nicht so aggressiv wie letztes Mal, ne? Muss man ja sagen. Es war immer so einmal kurz Picks und dann nichts machen. Meiner hatte sich auch ein bisschen festgesetzt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich hat der Widerstand gespürt. Aber dadurch, dass ich so ein Ankerseil dran hatte, Fred, habe ich ihn rausbekommen. Du bist so eine Maschine, ne? Ich habe einen Finger drauf, warte mal. Jetzt sehe ich die Schnur. Ja, jetzt sehe ich die Schnur. Das tut sich was? Nee. Aber war schon ordentlich, ne? War ja mehrfach, war nicht nur so ein bisschen. Naja, ist ja egal. Gepiept hat, ist gepiept, also musst du anhauen. Hilft ja nichts. Und? Nee. Von hinter. Wo raus. Ich bin in das Ding rein, genau. Ja, komm, los, ist es was? Ja. Raus mit dem. Raus mit dem. Yes, Ritze. Los, Ritze, du schaffst es. Ritze. Yes, Ritze. Alter. Du bist ein richtiges Tier. Alter, ist der riesig. Alter. Ja, herrlich. Ja, auf die gebrochene Route. Alter, Respekt. Geil, Mann. Guckt euch mal dieses Teil an. Yeah. Junge, Alter, das wird so fest mal. Finally, ey. Schön. Und wieder gepiept und dann nichts gemacht. Komisch, ne? Geil. Links ab. Knoblauch, ne? Knoblauch. Ja. Knobi. Jetzt haben wir einen auf grün, auf normal. Scheiße, auf die Wissenschaft ist am Ende. Okay, wir müssen weitermachen. Okay, wir müssen. Was ist denn noch? Ey, du bist so eine Maschine. Ja, Leute. Jetzt, Ritze. Ich bin sehr, 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 sehr happy. Endlich auch hier den Aal gefangen zu haben. Ich werde jetzt auf jeden Fall großer Aalangler. Freue ich mich schon drauf. Fred, ich sitze jetzt immer an dem Strand hier. Ne? Ja, kannst du doch. Ja, weiß ich Bescheid. Wir treffen uns dann hier immer abends schön zum Aalangeln. Ja, ich bin happy. Toll. Hallo Mama. Nächster Biss, Leute. Ich weiß immer nicht, ob das mit dem Licht und so, ne? Aber sonst würdet ihr auch nichts sehen. Fisch ist da auf jeden Fall. Diesmal hat es richtig lang, so richtig laut gemacht, ne? So richtig piep, 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 piep. Weil bis jetzt muss man ja sagen, ist Gleichstand, Leute. Wenn wir keinen weiteren Aal fangen, ist die, ne? Wie sagt man, die Quintessenz, dass es keinen Unterschied macht. Aber wenn jetzt noch einer beißt, ist quasi wie Goal in Goal. Dieser Köder hat dann gewonnen. Ich nehme jetzt die Rute auf. Guck mir ganz kurz noch mal die Schnur an, ob sie läuft. Leider sehe ich sie nicht. Deswegen kann ich sie mir nicht angucken. Nee. Gibt's doch gar nicht. Jetzt der zweite Biss auf diesen Wurm. Ja, sie erriechen ihn. Aber ich meine, der sieht schon auch zermürbt aus hier ein bisschen, ne? Ja, scheiße. Ja, so ist das Leben, ne? So ist das, ne? Mal gewinnt man, mal verliert man. Also ich sag mal, ich fühle mit dir, Viktor.
Jo. Hol raus. Jawoll. Leute, nach vorne. Nächster, Leute. Der nächste Aal, wie geil. Hol raus. Welches Jetro hier? Alter, und Welt. Ich dachte, was ist denn das für ein Moschi? Ich dachte auch, wie dick ist der denn? Ich hab nur den Kopf gesehen und dachte, Alter, das muss ja ein Meter Spieß sein. Wer bist du denn, ey? Aber, Walle, hat man auch nicht jeden Tag, ne? Da ist das Ding. Ja, was? Ist ja wirklich niedlich. Süß, hier, guck mal. Ist das nicht ein Zwergwelt? Aber warte mal. Wie schön der scheint. Aber doch. 40 hat er gut. 45. Schöne Farbe. Hat Wallaf oben auch so ein kleines Stechbalzen ja. da drauf? Ja. Mhm, gucke an. Aber okay. Wenn man überlegt, in ein paar Jahren. Ja, dann kommst du mal wieder, ne? Ich lass ihn mal wieder frei, ne? Ja. Ja. Da geht er. So. Wieder richtige Maschinen, wa? 70er Aale. Schön dick. Wie wir es lieben. Jo. Das Geile ist, wir haben sie jetzt ausgenommen und geben sie jetzt so, wie sie sind, einfach bei Hans Werner, dem Fischer hier, in Alt-Schwerin ab. Und der räuchert die uns. Das ist ein geiler Service, den er hier anbietet. Okay, jetzt brauchen wir nur ein paar Pilze. Ja. Gibt es denn sowas überhaupt? Da kennen wir jemanden, der Pilze sammelt. Keine Ahnung. Schaut mal bei ihm vorbei auf dem YouTube-Kanal. Da ist noch nichts, aber kommt. Mein Pilzberater ab jetzt. Pilzberater. Mein neuer Pilzberater. Und natürlich Fred Kotowski, ihr wisst. Also ohne ihn wären diese Aale niemals in unserem Topf oder in unserem späteren Magen gelandet. Bucht Skyding bei Fred, bucht einen Waldbade-Retreat bei Moritz. Ja. Und bei uns gibt es nichts zu buchen, einfach nur einschalten beim nächsten Mal. Und das war's. Oh, ich freue mich, es wird so lecker. Mm. Ja, Mann, voll gut.